Das sind die jüngsten Schützlinge von Schwester Marie-Kathrin Kingbo. 160 Mädchen und Buben, die bei den Schwestern der Fraternité des Servants du Christ Kindergarten und Grundschule besuchen. Wer hier ist, hat großes Glück. Lesen und Schreiben zu lernen ist keine Selbstverständlichkeit im westafrikanischen Niger. Nicht einmal jeder dritte Einwohner des Sahellandes beherrscht diese grundlegenden Fähigkeiten. Bevor ich nach Niger kam, also in meiner Zeit als Ordensobere im Senegal, war mir bereits bewusst, wie grundlegend wichtig Bildung und Ausbildung der Frauen und jungen Mädchen ist. Ich sage es ganz deutlich: Ohne die afrikanische Frau kann sich Afrika nicht entwickeln. Das wird klar, wenn man den Platz sieht, den sie in der Familie und auch in der Gesellschaft einnimmt. Also habe ich von Beginn an den Schwerpunkt meiner Arbeit auf Bildung und Ausbildung der jungen Mädchen gelegt. De la jeune fille dès le bas âge. 2006 kam die aus dem Senegal stammende Ordensfrau auf Einladung von Bischof Ambroise Ouédraogo hierher nach Niger und gründete eine Schwesterngemeinschaft, die sich ganz einem Ziel verschrieb: Kindern eine Zukunft zu geben. Die Arbeit der Schwestern begann in den Dörfern. C'est ainsi qu'on a commencé d'abord à organiser dans les villages. Wir organisierten Zusammenkünfte in den Dörfern. Dabei stellten wir verschiedene Themen in den Mittelpunkt. Davon war unser erstes der Kampf gegen Kinderehen und Schwangerschaften von Minderjährigen. In diesen Zusammenkünften ist es uns nach und nach gelungen, die Frauen dafür zu sensibilisieren, welchen Schaden Zwangsehen, Kinderehen und Schwangerschaften im Kindesalter anrichten. Die Frauen haben uns gesagt: Was ihr uns sagt, ist sehr gut, aber jetzt müsst ihr die jungen Mädchen einladen, also unsere Töchter. Kein Problem, habe ich geantwortet. Wir laden die 14-Jährigen ein. Da haben sie die Hände über den Köpfen zusammengeschlagen und gerufen: Die 14-Jährigen? Das ist viel zu spät. Die haben bereits ein oder zwei Kinder. Sie müssen die 9-Jährigen einladen. Eine dieser 9-Jährigen ist Nafisa. Seit 4 Jahren lebt sie im Internat der Schwestern. Ihre Mutter ist nach der Trennung der Eltern weggezogen. Sie sieht Vater und Mutter kaum mehr. Aber hier, bei Schwester Marie-Kathrin Kingbo, hat sie eine neue Familie gefunden. Auch Sylvie lebt hier im Internat. Sie ist schon 16 Jahre alt. Sie ist aus ihrem Dorf an der Grenze zu Nigeria zu den Schwestern geflohen. Islamistische Banden terrorisieren die Menschen in den Dörfern. In den vergangenen Jahren hat dieser Terror auch in Niger an Boden gewonnen. Das spürt man auch hier in der Diözese Maradi bei Bischof Ambroise Ouédraogo. In Afrika Occidental, on a jamais, jamais, jamais pensé. Hier in Westafrika haben wir nie gedacht, dass wir einmal mit dem Terrorismus leben müssen. Wir dachten, diese Probleme gäbe es nur in Zentralafrika, wie Krieg und Genozid. Bei uns hingegen gab es Frieden. Aber von einem Tag auf den anderen ist der Terrorismus über uns hereingebrochen und wir versuchen zu verstehen, was passiert. Dabei ist der Islam im Land der traditionell liberale Islam der Bruderschaften. Und auch das Miteinander von Muslimen und der kleinen Minderheit von Christen ist gut. Gerade einmal 1,5% der Bevölkerung sind Christen. Entre chrétiens et musulmans, au début je l'ai trouvé quand je suis arrivé difficile. Am Anfang fand ich die Zusammenarbeit mit den Muslimen hier schwierig, weil wir Christen in Niger eine so kleine Minderheit sind. Aber wir sind gewachsen. Und heute denke ich, wir sind eine agile Minderheit, die sich zu Wort meldet, und wir sind in einem guten Dialog mit der muslimischen Mehrheit. Auch Ordensoberin Marie-Kathrin Kingbo und ihre Mitschwestern fühlen sich akzeptiert und geachtet. Gerade ihr Einsatz für Mädchen und Frauen wird von den traditionellen Dorfchefs und den Imamen geschätzt. Sie schaffen Perspektiven in den Dörfern, in denen es für die Menschen darum geht, genug zu essen zu haben. Die Ordensfrauen haben deshalb Land erworben, um den Frauen hier die Möglichkeit zu geben, gemeinsam etwas anzubauen und Vorratshaltung zu betreiben. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass das funktioniert. Und dass es trotz aller Herausforderungen immer einen Weg in eine bessere Zukunft gibt.
Liebe Freundinnen und Freunde von Missio, heuer sind wir in ganz besonderer Weise herausgefordert, was den Weltmissionsmonat anbelangt. Frieden stiften ist das Thema und das nimmt uns ja in unserer ganzen Arbeit normalerweise immer mit, weil es wichtig ist, dass Christinnen und Christen überall auf der Welt, wo sie unterwegs sind, schauen, dass eine Möglichkeit entsteht, dass Menschen miteinander gut leben können. Und da ist in dieser Weise in ganz besonderen Zeiten wie diesen unsere Solidarität mit den Partnern, vor allen Dingen heuer in der Sahelzone in Westafrika, im Senegal, Burkina Faso, Niger und Mali gefordert. Sie sind noch einmal stärker als wir herausgefordert durch die Pandemie, weil es dort bei vielen der Menschen ums nackte Überleben geht. Ich bin insofern sehr, sehr dankbar, dass mich viele Unterstützungen auch erreicht haben von unseren Partnerinnen und Partnern hier, die mithelfen. Denn vielen geht es auch hier nicht gut. Und trotzdem haben sie den Blick nicht verloren für die Not der anderen. Und das finde ich also schon sehr, sehr großartig. Und ich muss ehrlich sagen, mir geht das schon auch zu Herzen, zu sehen, dass eben Menschen hier die Not der anderen nicht vergessen haben und diese auch sehen und tatkräftig unterstützen. Und dafür ein ganz, ganz herzliches Vergelt's Gott.